Typ. So wie? Ja, Fotze. Ja, gleich. Genau, bitte achtet auf eure Wortwahl dann aus, ja? Danke. Ich glaube, ich hab das Slice halt, ey. Ja, ich kann sie hören. Alter, was ist denn das für eine Stimme, Junge? Ja, weiß ich auch nicht. Was ist das für eine Stimme? Ey, yo, 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 du klingst wie dieser Ghost Rider, weißt du? Der Typ mit dem Feuerschädel. Ghost Rider. Ja, genau. Genau der, ja, ja. Ist er nicht, deswegen aber der... ist er nicht gestorben später? Ja, unsterblich, weißt du? Ja, ich brauch eigentlich nur Kairo, ja, ne? Wir müssen die Geschichte vollziehen. Dings, unsterblich, ne? Manche sterben durch Loch im Bauch. RP. Geh und beiß in den Penis deines Vaters. Mit Schinkelsex auf Dorfmatratze. Zwei Sprichwörter, ja. Die haben wir bei uns sehr etabliert. Das ist zum einen, eins, was ich sehr geprägt habe. Das heißt, G steht für Gambo. Ich distanziere mich natürlich davon. Ich weiß, was das bedeutet. Wir haben eins, das heißt Blut für Blut, ja. Das ist, somit das Licht. Und Fahrräder warum? Das ist eine grandiose Frage. Wahrscheinlich, weil die sie auch unbedingt mal slicen wollen. Das ist einfach, ja, ich weiß, am Ende des Tages, ne, das sind immer die Leute, sie möchten einmal zuslicen. Wie sehen die aus? So, Kleidung? Die sind so blau halt. So blau. Haben die auch so wie du so ein Messer im Bauch? So richtig geil, RP? Richtig geil, RP. Ja, das ist ziemlich, Medic, der Typ hat ein Messer in der Hand. Ne? Ich glaube, der hat Angst. Hier, wie er rennt. Warum hat der Angst vor mir? Sag, weißt du, warum du warum Angst vor mir hat? Weil ich der Slicer bin. Echt? Soll ich mal kommen? Soll ich mal kommen? Ja, der hat, weißt du, warum der Angst vor mir hat? Warum? Ja, der hat Angst vor mir, weil ich immer so richtig krass RP mache. Also, ich komme immer so zu Leuten und mach so Slicer-RP. Oh. RP. The next day. Ja, aber Pflaster sind natürlich immer toll. Besonders, wenn man dann hier so ein dickes Slice platziert. Ist natürlich, ey, du bist doch der von gestern, Digga. Och, man sagt doch was, ey, ich bin ja mal geslice. Join dir den Shisha-Café, Bruder.